Okay. Also eine große Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Wir werden am Samstag in ungewohntem Press auflaufen, allerdings mit wichtiger Botschaft. Unser Hauptsponsor Ehrmann macht das Trikot frei für Freunde statt Fremde. Ein Motto, und wo wir schon seit Jahren uns engagieren gegen jegliche Form von Diskriminierung und für Integration. Diesen Trikot werden wir am Samstag spielen und spielen auch den Doppelpass mit unseren Fans. Das Trikot kann man im Fanshop kaufen zum Sonderpreis und der Erlös geht komplett an den Bürgerverein Waldsee-Oberwiere, die sich um die Flüchtlinge in der alten Stadthalle kümmern werden, und an den Freiburger Flüchtlingsfonds. Freunde ist ein gutes Stichwort. Wir freuen uns am Samstag auch auf Pavel Kirmasch, der im Stadion sein wird, und die Gelegenheit nutzen wir natürlich gerne, um den Pavel offiziell zu verabschieden. Auch an euch die Bitte, dass ihr euren Fotografen Bescheid gebt, dass etwa eine Viertelstunde vor dem Anpfiff es im Innenraum einen Fototermin geben wird. Zum Spiel werden bisher 23.800 Karten verkauft, sind also so gut wie ausverkauft. Es gibt auch ein paar Restkarten für die Gäste und auch ein paar Restkarten noch für Osttribüne und Haupttribüne. Wie bereits vor dem Spiel gegen Paderborn die dringende Bitte an alle Fans, zeitig anreisen. Es gibt nach wie vor verstärkte Kontrollen am Einlass. Und personell hat sich nichts geändert. Julian Schuster fällt nach wie vor mit Kapselreizung aus. Ansonsten die bekannten Verletzten. Ich darf um eure Fragen bitten. Vielleicht, bevor wir zum Spiel kommen, Sie haben das ja sicher auch mitbekommen, mit Johannes Flum in Frankfurt, diese Trainingsverletzung. Was haben Sie da für Erfindungen? Ja, das ist halt in unserem Beruf ist halt so, dass du immer wieder früher selber, man hat mir viel eine Verletzungen gehabt und immer wieder werden Spieler verletzt und du hoffst halt immer, dass es bei dir nicht passiert in diesem, so wie es jetzt passiert ist beim Flumi, dass ich habe jetzt keinen weiteren Einblick, ich weiß, dass er heute operiert wird, das habe ich in der Presse entnommen und klar, wir wollen uns ja auch treffen. Ah, das darf man gar nicht offiziell sagen, sondern nicht, dass noch jemand kommt mit dem Fotoapparat. Nee, wir wollen uns irgendwo treffen, dann jetzt vor Weihnachten, weil es schon 10 Jahre ist, dass wir zusammen gespielt haben in Berlin, im Pokal. 10 Jahre ist das schon daher. Jetzt habe ich die schon 10-Jähriges. Und ich habe mit dem Flunge regelmäßig Kontakt. Und jetzt muss man halt einfach mal abwarten. Das ist halt, das ist einfach so. Wenn es reparabel ist und wenn es keine Spätfolge hat, das wird immer passieren im Fußball. Aber nicht, ich hoffe halt, dass es reparabel ist. Schön ist es nicht, wenn man es hört. 10-Jährige ist dann, war das der erste Pokalsieg? Der erste dann? Okay. Und die Jungs wollen was organisieren. Sie haben sich gemeldet. Max Schuler und die ganzen Jungs. Okay. Also, vielleicht nochmal rückblickend auf das Spiel in Heidenheim. War das jetzt schon so im Großen und Ganzen das, was Sie sich als Auswärtsauftritt erwartet haben? Sie haben ja davor ein paar Maßstäbe gesetzt, die Sie erwarten. Sind die erfüllt worden? Ich erhoff. Ja, besetzt auch. Teilweise ja und teilweise natürlich nicht. Klar, wir waren nicht zufrieden mit der zweiten Halbzeit und der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Man hatte da zu wenig Dominanz, haben uns weit hinter reindrängen lassen, phasenweise. Was uns gelungen ist, dass wir einen Rückstand zum Sieg gedreht haben. Das haben wir geschafft. Vor der Halbzeit hatten wir eine gute Phase. Aber wir hatten natürlich insgesamt dann, wollen wir besser spielen, das habe ich schon direkt nach dem Spiel gesagt. Und noch mehr Dominanz ausstrahlen, aber es ist halt auch so, dass
ja, einfach Dinge immer wieder gut mache, aber Dinge auch nicht so gut mache, wie alle anderen Mannschaften auch. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Also jetzt haben wir seit 2 Wochen eine vollständig neu formierte Viererkette. Die absolute Stabilität gegen den Ball haben wir eh nicht gehabt. Das wissen wir eh. Andererseits spielen wir sehr offensiv. Dann kann ich es auch nicht verlangen. Wir sind halt nicht Bayern München. Oder das geht halt nicht. Es ist nicht jeder Spieler so, dass er offensiv sehr stark ist und defensiv genauso stark. Das ist nicht möglich. Aber die Mannschaft hat es geschafft, dann auch in der letzten Minute ein Tor zu erzielen. Da war Wille dabei, das habe ich auch angesprochen gehabt. Es war erkennbar, dem Tor. Der Karim wollte das Tor dann unbedingt machen. Da hatten wir dann eine Aktion, nur ich hätte halt gerne noch vorher 2, 3 mehr gehabt. Wir hatten dann den Kopfball vom Nils und so, aber insgesamt hatten wir nicht genug Aktionen. Gearbeitet wurde, da gibt es überhaupt nichts. Aber klar, verlieren wir dann auch mal im Umschaltspiel mal leichtfertig den Ball oder weil wir technische Fehler machen. Das ist einfach so. Wir haben auch genug zu arbeiten, dass wir dann immer wieder bestehen können. Ich war teilweise zufrieden und teilweise nicht. Täuscht der Eindruck oder Chico Höfler, also ein bisschen eine schwierige Phase, also nicht dramatisch, aber ich bin seit einigen Wochen. Ich finde es gut, dass er so lange jetzt ein hohes Level hält und dann, dass er nicht jedes Spiel der Spieler sein kann, der dann herausragt und das dann über 15, 16 Spiele, das geht halt nicht. Ja, Chico hat jetzt auch mal einen Fehler gemacht. Ich meine es nicht nur das, also nicht ja, nur den Fehler, nicht nur das Spiel. Und auch dann nochmal so, ja, aber er ist halt ein Spieler, der wahnsinnig viel Ballkontakte hat, der sich immer in schwierige Situationen anspielen lässt. Und wenn du da mal einen Tag hast, wo nicht außergewöhnlich gut ist, dann hast du halt der ein oder andere Ballverlust mehr. Wichtig ist, dass er weiter die Bälle fordert und dass er sie in enge Räume, auch in enge Räume fordert, weil dann natürlich, wenn er es dann gut weiterspielen kann, gehen ja auch wieder andere Räume auf, weil er dann natürlich auch Gegner auf sich zieht, die dann drauf stürzen und er es dann ja oft auch sehr, sehr gut löst. Aber er hat jetzt auch mal ein bisschen, es ist mal sehr gut und dann ist es mal auch mal ein bisschen über dem Schnitt, aber es ist nicht jedes Mal herausragend, aber das verlange ich auch nicht. Und ich bin froh, dass er gesund ist und die Spiele so kontinuierlich spielen kann. Wie haben Sie die Aggressivität der Heidenheimer empfunden? Ich meine, der Schnatterer hat ja richtig probiert Alarm. Ja, probiert Alarm zu machen in allen Bereichen. Ja. Es ist normal, ne? Die hatte 2 Heimspiele verloren, dann auch in der letzten Minute, in der letzten Sekunde geführt. Heidenheim kann mich jetzt nicht erinnern in den letzten Jahren, dass sie 3 Heimspiele in Folge verloren haben. Ich glaube, das kennen die gar nicht. Ich glaube, das kennen sie schon 10 Jahre nicht mehr, weil die sind ja aus der Oberliga gekommen irgendwann. Also, das ist für die auch keine einfache Situation und es war klar, dass die da drauf gehen. Aber ich fand zwar im Rahmen da seine Malta oder Jonas Wörbach oder da. Aber wichtig war, dass es von verantwortlichen Personen, die das Spiel leiten, so geleitet wurde, dass es nicht zu mehr komme ist. Das war gut und wichtig, dass da alles im Griff war von den Schiedsrichtern. Das Risiko, in Anführungszeichen Risiko für Hörnbach, das hat sich gelohnt, das einzugehen, kann man glaube ich sagen. Man hatte den Eindruck, es ist ein Stück weit so der Knopf aufgegangen. Jetzt was offensiv betrifft, also war deutlich mutiger als jetzt im Heimspiel, was er sich dazu getraut hat. Mhm. Ja, aber Knopfaufgang würde ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob man bei einem 19-Jährigen dann der versperren kann, wenn er das 5. Spiel macht oder das 4., dass der Knopf aufgeht.
das würde ich jetzt bei einem anderen Spieler sagen, wo man lang auf irgendwas wartet, wo man schon kennt und wo schon sehr gut war. Und dann, also, schauen wir mal, Abwägung, er ist ein linker Verteidiger, er muss natürlich schauen, dass er Stabilität da ist, auch defensiv. Und die musst du erstmal, die muss ich erstmal schaffen in der zweiten Bundesliga gegen diese Gegner, die er hat. Aber ja, er hat es gut gemacht, er ist mal auf Grundlinie gekommen. Gut. Er hat gut mitgespielt, er hat mutig gespielt. Und dann auf die Balance schaue und weiter dieser Mut beibehalten. Ich fand es auch, dass es erfreulich war. Und er ist taktisch ganz gut und kann gut denken, auch Fußball denken, wenn man mit ihm spricht und ihm Dinge erklärt. Wenn man jetzt zu Hause gegen Union spielt, eine der schlechtesten Abwehren bisher in der Liga, geht es dann eigentlich nur über die Offensive, dass man sagt, na gut, wir spielen einfach bedingungslos nach vorne, werden schon genug Tore schießen? Wir? Ja. Wir spielen nach vorne, ja, wie wir das immer tun. Und dann geht es darum, Union spielt vielleicht also auch mit einer Fünferkette, dann immer wieder mal Dreierkette, ja, wenn die äußere gehen, vielleicht spiele ich sie auch zu viert. Ich weiß nicht, ob sie sehr offensiv spielen werde. Da geht es für uns natürlich darum, wie kriegen wir die Staffelung hin auf dem Feld, wie kriegen wir die Raumaufteilung hin, wie verhalten wir uns bei Ballgewinn und bei Ballverlust. Dass wir offensiv spielen werde, ist klar. Steht außer Frage, aber es geht natürlich darum, wie verantwortungsvoll gehen wir dann damit um, wenn wir den Ball verlieren und wie verhalten wir uns dann. Und das war jetzt in der Heimspiele ordentlich, nicht immer, nicht alles, aber wir haben gut umgeschaltet gegen Paderborn. Ja. Wir haben aber da natürlich auch eine Zeit lang mit 11 gegen 10 gespielt trotzdem. Und jetzt heißt es die Balance hinkriegen. Ich meine, die schießen gegen Nürnberg 3 Tore. Und also die haben natürlich auch individuell richtig was zu bieten. Sie haben einfach für ihre Verhältnisse, für ihre Möglichkeiten einfach zu wenig Spiele gewonnen. Sie haben zu oft unentschieden gespielt. Sie haben, glaube ich, vor 16 Spielen 10 oder 11 Mal geführt und habe da davon nicht so viele Spiele gewinnen können. Aber ich hoffe, dass Union nicht nur defensiv spielt. Das glaube ich nicht beim Sascha Lewandowski. Ich glaube auch, dass sie in Phase werden probieren, uns unter Druck zu setzen. Damit es dann auch ein ansehnliches Spiel wird. Aber ich weiß es nicht. Wir werden offensiv spielen, das ist klar. Sind dann Stärken bei Union, auf die sie achten müssen? Ja, sind sehr schnell vorne mit Wut und sind extrem stark bei Standards. Mit Kessel und Kreilach, Thiel, schalte sehr schnell um. Probiere immer wieder ins Gegenpressing zu gehen. Also ich habe immer wieder Phasen, auch in den Spielen, wo du jetzt anschaust, wo sie richtig gut Fußball spielen. Dann haben sie Phasen, wo es ihnen nicht ganz gelingt, Dinge des Gegners zu verhindern. Das muss man sagen. Aber natürlich vom Potenzial sind sie natürlich wesentlich stärker als da, wo sie jetzt stehen. Und das haben sie in manchen Spielen gezeigt, aber natürlich für ihre Ansprüche nicht in genug. Jetzt hoffen wir, dass es so bleibt. Hatten die nicht auch den Anspruch, vorne mitzuspielen? Klar hat Union Berlin die Hoffnung und der Wille, vorne mitspielen, um dann aufsteigen zu können. Das ist eine von den 10 Mannschaften, wo ich gesagt habe, das ist außer Frage. Und es ist auch viel Potenzial da. Und die Erwartungen sind nicht so gering, das darf man nicht meinen. Nur weil da jetzt wieder Weihnachten gefeiert wird, ein Stadion voll ist und sie Lieder singen. Weihnachtslieder. Die Erwartungshaltung, die lebe in der Hauptstadt, die ist nicht so gering. Die hat ein großes Fanpotenzial.
Da haben sie sich nicht blenden lassen. Die wollen richtig was. Das ist auch nicht so einfach für die Spieler. Die wollen in die Bundesliga, die Fans. Deswegen schmeißen sie ja auch ohne Not manchmal Trainer raus, oder? Also, man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass sie durch die Neuhausnummer nicht unbedingt gewonnen haben. Dass das ein Schritt in die richtige Richtung war. Eher in die falsche, oder? Muss von der Entwicklung her. Muss jeder Verein für sich entscheiden. Es ist nicht einfach für die Verantwortlichen mit Drucksituationen umzugehen. Deshalb meine ich auch, das ist nicht so gering. In Berlin wird was erwartet, das ist nicht mehr der nette Verein aus Köpenick, Union und alles ist lustig. Und in zweite Liga noch 10, 15 Jahre, das ist nicht der Anspruch. Die habe ja schon Kratz dran und viele Mannschaften wollen in Bundesliga. Deshalb habe ich das ja am Anfang der Saison gesagt, und zwar mit aller Macht. Dann ist immer die Frage, wie viel Druck dann intern da ist und wie du damit umgehst. Aber das müssen Sie entscheiden, das kann ich beurteilen aus der Ferne, was da richtig ist oder falsch. Die Aufstellung ist klar? Das meiste. Es ist nicht klar, am Donnerstag ist es noch nicht klar, es ist das meiste ist klar, aber am Donnerstag soll es noch nicht klar sein, weil dann hätte die jetzt letzte Woche nicht gespielt hat, hätte es nicht gut gemacht. Und wenn sie es gut machen unter der Woche, muss es Überlegung sein. In zwei Positionen vielleicht, mehr nicht. Ja, aber es gibt ja wahrscheinlich kaum einen Grund, die Anfangsformation zu ändern. Ja, also wir schauen schon das Video an und ich habe Ihnen vorher gesagt, ich habe gute Sachen gesehen und habe auch Sachen gesehen, die nicht so gut waren und die hängen dann immer auch an Personen. Aber ich will Ihnen jetzt nicht sagen, ich ändere was und dann definitiv und dann ändere ich nichts, das mache ich nicht. Aber ich habe Sachen gesehen, die gut waren für Spieler und ich habe Sachen gesehen, die nicht so gut waren und es sind andere da und die haben den Anspruch, gut zu trainieren. Und wenn sie gut trainieren, haben sie eine Chance zu spielen. Und das besteht bis zum Training nachher um 1 und morgen ist auch nochmal Training. Mein Franz kann man, glaube ich, unter mal einen schlechten Tag abhaken. Er war ja sehr stabil. Nicht präsent genug dann insgesamt. Ja, aber muss man so einordnen. Ja, und Sporttorbereiter da klasse vor. Dann, das muss man sagen. Ja, wunderbar. Er dreht sich und spielt mit dem Karim nochmal den Pass. Und dann kriegt er wieder den Ball und dreht sich nochmal und spielt ihn dann zum Nils. Das hat er ganz gut gemacht. Okay.